Habt ihr Zeit für eine kurze Frage? Was habt ihr auf eurem Sperrbildschirm? Gar nichts, ich hab das gelöscht. Das bin ich. Zeig mal die Kamera. Ich bin heißes Häschen, oder? Wie macht eine Eule? Pädagogisch wertvoll. Was geht, Friends? Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil von diesem Video. Heute, Leute, sind wir auf dem Hamburger Dom und wir fragen heute wieder, was so breite Männers wie ihr auf eurem Sperrbildschirm habt. Was habt ihr auf eurem Sperrbildschirm? Wie der aussieht. Auf dem Sperrbildschirm. Mond. Zeig mal in die Kamera. Ah, ich weiß, was das heißt. Das heißt, du bist abgehoben. Ich bin abgehoben? Okay. Weil du einen Mond halt auf dem Handy hast. Ja. Weiter geht's mit dir? Mein Freund. Dein Freund? Ja. Oh, zeig mal in die Kamera. Ich zeig das nicht in die Kamera. Du willst deinen Freund nicht in die Kamera zeigen? Ich weiß nicht, ob er das möchte. Ach so. Aber das ist süß. Das heißt, er hat dich auch als Sperrbildschirm. Nee, danke. Zeig mal. Zeig dein Handy. Zeig mal. Aber kann ich erstmal essen? Ich hab jetzt wieder Hunger, Bruder. Ah, schwarz. Ja. Das heißt, deine Seele ist schwarz. Ich weine jeden Abend. Ich sitze in der Dusche. Und dann weinst du da? Ja. Er hat sein Auto als Sperrbildschirm, aber... Oha. Denkst du, er liebt sein Auto mehr als dich? Ich glaube ein bisschen, ja. Ja, das sind halt Jungs, da kann man nichts machen. Ja. Und wie sieht's mit dir aus? Was hast du auf dem Sperrbildschirm? Schmeckt die Erdbeere eigentlich? Nicht so. Nicht so? Banane besser. Banane ist besser? Wie sieht's mit dir aus? Mir geht's gut tatsächlich. So ein Bild vom Sonnenuntergang aus Hamburg. Ich merke schon, du bist halt die leuchtende Seele. Du leuchtest hier. Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich hier. Ich muss die beiden ein bisschen rumführen, dass sie auf gute Gedanken kommen. Du Pimmelberger. So werde ich dich abstechen nach meiner Köln. Das ist so suizidgefährdet halt einfach. Ja, das stimmt. Sowas ist wichtig. Du bist echt ein Held. Danke. Ich hab auch meinen Freund. Willst du deinen Freund zeigen oder denkst du auch, dass er möchte es nicht? Das ist er. Eine fette 85er. Maschallah. Das heißt, er nimmt dich öfters auf dem Motorrad mit? Nö, ich fahr selber auch. Hey, voll geil. Aber er fährt dann vorsichtig. Ja, wir fahren immer vorsichtig. Ihr seid so eins von diesen Motorradkappeln. Aber müsste noch viel Eiweiß drin sein für die Gains. Du musst schon gehen, Bro. Ist okay, wenn ihr Video seid? Nee, ja. Ey, das war eigentlich, der hat eigentlich nur gegessen. Das war das Gespräch, er hat gegessen. Hell no, man, what the fuck? Das heißt, du bringst die Jungs immer zum Lachen? Ja, natürlich. Mach mal einen Witz. Gut, gerade wirklich kein Parat, leider. Egal, die Jungs, die lächeln auch so. Ja, wir lächeln auch so. Bei so einem Sonnenschein. Habt ihr Zeit für eine Straßenfrage? Kein Deutsch. Kein Deutsch? One question. Was für eine Frage ist das? Wir fragen... Du kannst Deutsch. Was du auf deinem Sperrbildschirm hast? Welches Sperrbildschirm? Was hast du auf deinem Sperrbildschirm? I don't know. Zeig mir, was du drauf hast. Das ist ein soziales Experiment. Ich wollte fragen, ob sie mir vielleicht ihr Handy zeigen können. Was ist ihr Sperrbildschirm? Wer ist das? Herzensdame. Ja, normal. Nichts. Ist es ein Regenbogen? Gehörst du zur LGBTQ Army? Nein. Du sagst dreimal nein? Ich bin gläubig. Du bist gläubig? Ich bin ein bisschen dagegen. Ach so, du bist ein bisschen dagegen? Genau. Also so gendern und so? Nein. Soll jeder so machen, was er möchte, aber nicht mit mir. Ja, okay. Da hast du natürlich recht. Was hast du auf deinem Sperrbildschirm? Mut. Oh, Schattenbildschirm, alles klar. Zeig mal. Das heißt, du bist so ein Anime-Typ. YouTuber? Nee. Eher schon, ja, aber das habe ich selbst gezeichnet. Ich zeichne solche Sachen selber. Hast du gemalt? Ja. Yeah. Voll krass, Mann. Oh, willst du uns noch mehr Bilder zeigen, die du malst? Ist das ihre Freundin? Noch nicht. Aber stehen sie auf sie? Ja. Das ist seine Freundin. Und ja, ich würde sagen... Ich bin heißes Häschen, ja. Oder? Ja, sie haben sich was Hübsches geangelt. Ja, geangelt. Ja. Du bist der geborene Moderator. Ach, oh, warte. Ich hab so ein Herz. Ein Herz? Und, keine Ahnung, ich finde das einfach schon so. Kennst du, ich hab Herzen von allen Jungs in meinen Händen. Du hast das Herz von allen Jungs in den Händen? Von alle. Du bist einfach ein herzensguter Mensch. Du bist Russin? Ich bin Ukrainerin und sie ist auch, sie ist mein Cousin. Ist er Cousin? Ja. Ach krass. Ich kann nur eine Sache auf Russisch. Ja, Lubluti Ba. Oh, ich liebe dich auch. Ja. Oh, mehr habe ich jetzt nicht so dabei. Ah. Was hast du auf deinem Sperrbildschirm? Gar nichts, ich habe es gelöscht. Ich habe die meine Nationalität, also das ist die Flagge. Und er trägt das auf so einem Pulli. Was ist das für eine Nationalität? Bruder, ich habe mich selber als Hintergrund. Oh, warum? Bist du selbst verliebt? Nein, Bruder, auf den eigentlich habe ich eine Perle, Digga. Zeig mal. Oh, was ist das? Ja, so aus einer Serie. So zwei aus LGBTQ, die sich küssen. Aus LGBTQ, die sich küssen? Ja. Amerikanisch. Oh, wahrscheinlich, oder?
Tscherkessen, das ist so aus der Nähe von Tschetschenien. Tschetschenien? Ja, aus der Nähe. Okay, krass. Woher kommt ihr beide? Den jetzt gerade habe ich gewechselt wegen den ganzen Chayas und so, aber jetzt gerade mittlerweile habe ich... Jetzt hab ich Maschallah. Digga, das ist Mero. Bruder? Ist LGBTQ eine Serie, oder? Ja, so Lesben, Schwule, Trans und die Szene eben halt. Also Regenbogen und so. Ach so, und die haben eine Serie gemacht, die Szene? Ja. Ach cool, ist die Serie weiter zu empfehlen? Ja. Ich komme aus Eritrea. Ich weiß nicht, wo das ist, Leute. Eritrea? Ja, aus Eritrea. Ach so, Eritrea. Okay, safe Mero. Mach mal so ein paar Lines von dem. Bruder, wer ist das überhaupt? Mero, wer? Du kennst ihn nicht. Ein Rapper. Ja, Mann. Muss man ihn kennen? Ja. Und um was geht in der Serie? Freundschaft und so ein bisschen mehr mit Ausgehen und solche Sachen eben halt. Wie heißt die Serie? Willkommen im Haus der Eulen. Ist so eine Disney-Serie eigentlich. Willkommen im Haus der Eulen. So. Was? Hat mir ein Kollege empfohlen. Also. Wie macht eine Eule? Kannst du was auf Eritreisch sagen? Sag mal, schreib alle einen Kommentar. Kommentar jetzt abholen. Abonniert, liked, yeah. Und kommentiert. Bruder, wir müssen ja weiter, weil Chicas haben gerade auch in Kontakt gehalten, deswegen. Oh, Digga, da musst du auf Angriff gehen. Zack, zack, hau rein. Viel Spaß, mach's. Mein Vater hat mich, als ich ein Baby war. Kannst du mal zeigen? Boah, könnt ihr auch gerne sehen. Hier, man sieht Kobe. Zeig mal. Haustier. Kobe, willst du es mal zeigen? Also, das sieht man jetzt nicht richtig, weil diese WLAN-Benachrichtigung da ist, aber es ist mein Kater. Zeig mal. Ja. Oh, wie süß. Wie heißt dein Kater? Sammy. Und ich habe auch noch einen anderen. Das ist mein richtiger Hintergrund. Der ist Pauli. Das ist ja süß. Dein Dad und du? Ja. Hat irgendjemand von euch auch noch so ein süßes Sperrbildschirm? Wir haben einen Tennisplatz. Einen Tennisplatz? Ich spiele halt hobbymäßig Tennis. Oh, das ist mega. Das bin ich. Zeig mal die Kamera. Das heißt, du bist ein Basketballer? Nein, Fußballer, aber ich mag Basketball. Heißt es, wenn du Basketballer bist, darfst du heute noch... Ich bin Fußballer. Also du bist Fußballer? Ja, ich spiele Fußball, aber ich mag auch Basketball. Sammy und Pauli. Genau. Das heißt, du hast den Kater nach San Pauli benannt? Nein, nein, die hießen schon so, als wir die adoptiert haben. Hast du das im Hintergrund? So ein Bild von mir selbst? Das war jetzt so ein Spaßbild. Da habt ihr gekämpft. Ja, um was? Richtige Männer. Richtige Männer. Stadion von HSV. HSV-Fan. Ja, natürlich. HSV St. Pauli. Oh, das ist eine schwierige Frage. Seid ihr dann St. Pauli-Fan oder HSV? Ja, HSV. St. Pauli ist der größte Schmutz. Beide sind scheiße. Sag ich offen ehrlich, wenn ich mich aber für ein Team entscheiden müsste, würde es St. Pauli sein. Weil ich komme aus St. Pauli. Ah. Was sagt ihr zu St. Pauli? Ja, scheiße. Scheiße, Mann. St. Pauli ist ein kleiner Stadtteilverein. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. St. Pauli? Ehrenmann. Oh, ich merke schon, du bist da im Gefängnis. Nein, also das sieht halt so aus, deswegen habe ich das halt Spaßbild genommen. Da war halt ein Gitter und ich habe so zum Spaß mich daran gestellt, aber ich wusste halt nicht, dass sie ein Foto gemacht hat und dann ist das entstanden. Hey, sieht voll gut aus, das Hintergrund. Danke. Wir fragen heute, was so breit gebaute Typen wie du. Ich bin voll schmal, okay? Hey, yo, du bist breit. Nein, okay. Machen Bizeps? Hab ich nicht, sorry. Hey. Habt ihr Zeit für eine kurze Frage? Nein. Nein. Wir fragen, was du auf deinem Schwerbildschirm hast. Nichts. Gar nichts? Nein, nichts. Warum nicht? Dunkel. Seele leer, schwarz. Ja. Nein. Doch. Krass. Was hast du auf deinem Schwerbildschirm? Das ist für Schiiten. Was ist das? Das ist so Schiiten-Sache. Weißt du, es gibt zwei Arten von Muslimen. Einmal Schiiten, einmal Sunniten halt. Und das ist halt unsere erste Imam. So habe ich das Hintergrund. Was hast du auf deinem Schwerbildschirm? Bild von mir und meiner Freundin. Willst du zeigen? Nein. Nein? Nein. Aber süßes Bild mit dir und deiner Freundin. Ja. Sei es deine Freundin, dann auch Bild mit dir. Ja. Richtig süß. Was hast du auf dem Schwerbildschirm? Ein Foto von meiner Nichte. Oh, süß. Ein Familienmensch. Was ist das für ein grüner Strich? Eine Moschee. Hey, Männers, also ihr seid religiös, ihr seid dabei? Auf jeden Fall, erster Satz aus dem Koran. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malika, Yawm al-Din. Einfach nur eine Erde. Warum hast du eine Erde als Schwerbildschirm? Sieht gut aus. My ding ding dong. Ich weiß, du bist bodenständig. Mag sein, ja. Mein iPhone ist kaputt gegangen. Das ist mein Ersatzhandy. Du hast Schlägerei gehabt. Was ist da passiert? Oh, das Handy, das ist schon ein paar Jahre alt. Das ist komplett kaputt gegangen. Hier wurde reingestochen und so. Hier ist mein Messer, Bruder. Das ist komplett tot. Ist okay, wenn ihr im Video seid? Was? Ist okay, wenn ihr im Video seid? Ja, kein Problem. Dann hast du Rat, dann musst du Rimsirat. Okay, crazy. Heute ist Freitag. Wart ihr Freitagsgebet? Ich nicht. Ich schon. Ah. Ich hatte keine Zeit. Ich habe heute Arbeit geschrieben, deswegen nicht. Salam alaikum. Also der ändert sich immer so. Meine Freunde. Der ändert sich echt immer, gell? Und du? Mein Lockscreen. It's Corona time. Do you like Corona time? Ja. Weil du eine Maske an hast. Ich war im Flughafen, deswegen. Kennt ihr das, wenn Mädchen immer solche Bilder machen? Nein! Wer ist das? Ist das deine Freundin? Ja, das ist sie. Magst du sie? Ja, sehr. Das ist ihre Freundin auf jeden Fall. Sie mag sie sehr gerne. Woher kommst du? Südafrika. Magst du Afrika oder Hamburg mehr? Afrika. Warum?
mehr Spaß. Ist hier nichts zu tun wahrscheinlich. Mehr zu tun? Was tust du dann in Afrika? Bruh. I don't know, bruh. Wir haben hier einen neuen Angestellter. Kann ich auch sowas machen? Ihr könnt das. Schreibt mal die Jungs, was ihr auf ihrem Sperrbildschirm habt. Was habt ihr für euren Sperrbildschirm? Ja, zeig mal da an die Kamera, damit das alle sehen. Ja, müssen aber mal ändern, oder? Weil es ein bisschen langweilig, oder? Egal, ich hab... Nein, machst du von deinen Freunden und so. Viel cooler. Dankeschön. Friends, das war's aus Hamburg. Wir sind fertig mit unserem Video. Wir haben das Geheimnis gelüftet, was die Leute auf ihrem Sperrbildschirm haben. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt... I need some power now. Oh yeah, wir stellen dich da an bald. Was? Vielleicht nochmal mein Insta haben. Was hier lang? Also, mein Insta-Name ist GIDEON _BKY. Ja, das war's mit dem Video.